Ja, willkommen zurück bei meinem Kanal. Wie ihr schon erkennen könnt, habe ich etwas ganz Besonderes mit euch vor. Und zwar seht ihr hier Booster von Magitex 0809. Das ist die allererste Serie, die offiziell in Deutschland veröffentlicht wurde. Die allererste war 0708, die kam aber aus England. Und die allererste hier aus Deutschland ist diese hier. Das sind 25 Booster. Ich werde die natürlich nicht alle in einem Video öffnen. Ich werde jeweils immer 5 Booster-Unboxings machen, damit ihr auch etwas mehr davon habt. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns die ersten weg. Ich glaube, das sind 5. 1, 2, 3, 4. Ne, einen habe ich vergessen. So, 5. Und den Rest würde ich sagen, packen wir beiseite und benutzen sie für die anderen Videos. So, es gab insgesamt 3 Booster-Designs. Einmal das hier. Ich kenne da eigentlich gar keine davon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß bloß, der hier oben rechts ist das Silver, hieß der, glaube ich. Hier unten links ist Amanatidis. Lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr genau. Das müsste, heißt, war das nicht Husti? Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und das hier war, oh Gott, wie hieß er nochmal? Egal, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Dann das zweite Booster-Design mit Novakovic, Grafitsch, Gomez, damals noch bei Stuttgart. Und, oh Gott, wie hieß er nochmal? Irgendwie Roberto, Emerson, irgendwie sowas. Und dann das letzte Booster-Design mit Rangelov, Marco Marin, Mladen Petric und Šestak hieß der, glaube ich, von Bochum. Ja, ich würde sagen, labern wir gar nicht lange rum und öffnen den ersten Booster. Hier nochmal die Kartenverteilung. Topstar-Karten, also das waren die damals die Starspieler-Karten. Eine in 2,3, Matchwinner in eine pro 5. Hinweis nicht, in allen Packungen sind Sonderkarten enthalten und es gab 396 Karten in dieser Serie. Also ihr seht, es ist relativ selten Matchwinner zu sehen. Ich hoffe, ich kann euch wenigstens einen präsentieren, beziehungsweise in den Videos einen präsentieren. Das wäre natürlich super. Und ich glaube, wir haben ja auch schon direkt einen Matchwinner. Ich will euch den jetzt nicht direkt zeigen, sondern eine Überraschung bleiben. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal Miller von Karlsruhe. Ja, Karlsruhe damals in der ersten Liga. Dann haben wir Schau für Energie Cottbus, ja, Energie Cottbus damals in der, man mag es kaum glauben, in der ersten Bundesliga. Und dann ist hier der Matchwinner und es ist Görlitz. Andreas Görlitz für den KSC, sehr schön. Dann haben wir für die Kölner Vucicevic. Dann haben wir noch Jarolim und C. Roberto damals für die Bayern. So. Zweites Booster. So. Oder haben wir hier die nächste Powerkarte? Wir haben hier Paul Freier für Bochum als Starspieler. Ich fand die Starspielerkarten sahen damals richtig schön aus. Ich finde viel schöner Design als heute die Starkarten. Ist auch viel schlichter und mir gefallen die einfach besser, weil die auch einfach schlichter sind. Dann haben wir Rivic für Energie Cottbus. Kaplani für den KSC, Bernd Schneider, die Legende für Leverkusen, Pavicevic für Energie Cottbus und Katongo für Arminia Bielefeld. Ja, Bielefeld damals auch in der ersten Liga, beziehungsweise heute auch. Das war übrigens die letzte Serie, wo sie in der ersten Liga waren und dann 11 Jahre später, also jetzt in diesem Jahr, wieder in der Bundesliga. So, drittes Tütchen. So, wir haben für Dortmund Rukawina, dann Hagui für Leverkusen, Eret für Köln, Özhat für Köln, Rafinha damals noch bei Schalke und Chris für Frankfurt. So, dann kommen wir zum vierten Tütchen. Da haben wir Tim the Machine Wiese für Bremen. Dann Frank Rost für den HSV. Marc van Bommel für die Bayern. Bönig für Bochum. Heimerod für Gladbach. Und Tim für den KSC. So, letzter Booster für dieses Unboxing. Wir haben nochmal Andreas Görlitz für den KSC,
Tusky für Stuttgart. Dann haben wir nochmal eine Powerkarte. Und zwar das Logo vom Hamburger Sportverein. So sahen die Logos aus. Ich finde die auch besser als heute. Also einfach schlicht, einfach super designt. Gefiel mir richtig gut damals. Dann Radeljic für Energie Cottbus. Vinicius für Hannover. Und Michael Rensing damals im Tor für die Bayern. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns im nächsten Unboxing und ciao.